Hi, ich bin der Kai von Sonnwald Outdoor. Wie ich schon in meinem Kanalvorstellungsvideo versprochen hatte, folgt heute das Vorstellungsvideo vom Grundstück. Ich schnapp mir jetzt meinen Gimbal, meine Handkamera, und wir laufen einfach mal rum und ich erzähle euch ein bisschen was. Wir schauen uns dann den Bauwagen an. Hier steht noch eine Hütte irgendwo da hinten auf dem Grundstück und ein Pavillon. Und ja, wir schauen uns einfach mal alles an, und das kann ich aber besser mit der Handkamera, kann ich euch besser mit der Handkamera zeigen. Dann bis gleich. Schaut euch das hier mal an. Hier liegt ziemlich alles quer. Da ist ein Baum umgefallen. Hier liegt einiges rum. Hier hinten stehen noch Bäume. Die sind zum Teil auch total trocken. Die werden irgendwann beim nächsten Sturm auch umfallen. Wenn wir mal weiter hier vorgehen. Hier liegt ziemlich viel rum. Dann stehen hier schon abgebrochene Bäume. Oh, die Hauptstraße, die ist sehr laut. Die lehnen hier nur noch an einem gesunden Baum. Das muss alles weg. Dann hier hinten. Gehen wir mal ein bisschen hier rüber. Hier ist seit circa 10 Jahren in diesem Waldgrundstück nichts passiert. Die Natur hat sich alles zurückgeholt, quasi. Hier seht ihr auch, hier liegt was ganz Dickes quer. Das sind sogar zwei. Und wenn man sich diese Bäume hier anschaut, die sind auch zum Teil total trocken. Also da muss auf jeden Fall ein Forstwirt her, der mir hier die kranken Bäume quasi umlegt, damit hier nichts passiert, falls die umfallen. Hier steht auch noch ein halber. Da ist auch der Bauwagen. Der hat ein Loch im Dach, da ist wohl auch ein Baum drauf geflogen. Gehen wir nochmal hier rüber. Hier liegt auch noch einer um. Ja, das muss alles zuerst mal von einem. Boah, ist laut. Von einem Forstwirt bearbeitet werden, bevor ich da oder bevor wir da mit unserem Bushcraft Camp loslegen können. Da hinten steht dann noch ein Bauwagen, den hatten wir eben kurz im Video gesehen. Wir gehen mal zusammen dahin und dann schauen wir uns den mal an. Oh Mann, Natur pur. Schauen wir mal zusammen rein. So. Ja. Der hier. Die Bäume hier sind auch tot. Die müssen auch gefällt werden. Aber es gibt ja alles Baumaterial. So, hier haben wir jetzt den Bauwagen. Oh ja, der ist wohl hin. Aber vielleicht kann man das noch mal
nochmal reparieren. Ich hoffe, dass man das jetzt sieht, weil es ist ziemlich dunkel hier drin. Ach, da ist ja sogar noch ein Gasherd. Ich glaube, ich muss mal kurz Licht anmachen. Einen Moment. So, jetzt habe ich auch mal rausgefunden. Hier hinten kann man dieses Fenster aufschieben. Und dann kann man nämlich hier. Ah, jetzt haben wir Licht hier drin. Okay. Ja, hier steht eine. Das ist leider sehr, sehr dunkel alles. Hier steht eine Küche, eine Gasküche mit Gasheizung. Gasküche und Gasheizung. Ja, mit einem riesen Loch im Dach. Aber vielleicht kriegen wir das wieder hin. Vielleicht können wir das reparieren und quasi ins Bushcraft Camp mit integrieren. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht Ideen habt, was wir mit diesem Bauwagen machen können, weil ich finde, es ist so schade, den zu entsorgen. Ich glaube, dass man das Dach hier noch mal reparieren kann. Machen wir mal wieder zu hier. Nicht zieht. So, also das war der Bauwagen. Jetzt geht's hier weiter. Und zwar steht, oha, da hinten, ganz da hinten, da steht noch eine Hütte. Ich unterbreche jetzt kurz das Video und versuche mich mal in diese Richtung durchzuschlagen und dann schauen wir da auch mal gemeinsam. So, ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie wir zu der Hütte, also auf jeden Fall mal in die Nähe kommen. Das ist ja der Wahnsinn hier. Ich muss gestehen, ich hatte mir dieses Grundstück vorher noch nicht komplett angeschaut. Oder noch nie komplett angeschaut. Ich war ja in den letzten Jahren öfters hier, weil ich das ja schon länger im Auge hatte. Wir sind uns nie kaufeinig geworden. Und ja, so, da ist die Hütte. Da steht sie drin. Da. Moment, ich versuche mal hier hinten vorbei. Vielleicht gibt es hier irgendwie einen Weg oder eine Möglichkeit? Hütte im Dornröschenschlaf. So, ah, da liegt da noch Holz, Brennholz, schöner Dachbewuchs. So, jetzt gucken wir mal. Wo ist hier eigentlich der Eingang? Das sieht ja ulkig aus hier. Das ist ja schon richtig Bushcraft-mäßig gedeckt, das Dach. Dachrinne. Oh, hier steht auch noch ein bisschen Schrott rum. Das scheint mal ein Kühlschrank gewesen zu sein. Das muss ich wohl entsorgen. Das darf ja nicht in der Natur rumstehen. Aber gut, da kümmere ich mich drum. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wo ist hier der Eingang? Hier scheint auch eine Heizung drin zu sein, weil hier ist ein Heizungsrohr. Entschuldigung. Ah. Die Dornen.
Hier ist der Eingang. Hier ist auch da scheint ein Fenster hinten dran zu sein. Sehr wahrscheinlich muss ich mir da aber vom Vorbesitzer. Ja. Oh, nee, die Tür ist offen. Ist offen. Ja, ist das geil. So. Ja, wie geil ist das denn? Da haben die anscheinend eine Alarmanlage dran gehabt. Die hat. Dass es einen Alarm gibt, wenn jemand in die Hütte hier geht. Ja, cool. Da ist eine Lampe. Ach, das ist eine Gaslampe. Das ist ja interessant. Schaut mal. Das scheint eine Gaslampe zu sein. Und ja. Zwei. Moment, ich versuche das mal hier ein bisschen aufzunehmen. Ein bisschen besser. Das sind ein Tisch. Zwei Bänke. Ich vermute, das ist eine Schlafgelegenheit. Kann man das irgendwie aufklappen? Das kann man aufklappen. Fast wie im Wohnwagen hier. Ja. Ach, was ist das hier? Das ist auch noch eine Heizung. Da ist auch eine Gasheizung drin. Ah, da ist auch der Deckel hier. Und hier ist. Ja, hier sind nochmal. Hier scheinen Mäuse gewesen zu sein. Hier ist alles voll mit Mauseknuddeln. Und ja, hier ist auch nochmal eine Kochgelegenheit für Gas. Das ist ja echt interessant. Sogar ein Waschbecken. Moment, ich stelle mal gerade die Kamera ein bisschen um. Kann ich euch das besser zeigen? So. Hier ist ein Waschbecken. Gut, Wasseranschluss ist jetzt hier nicht. ja. Das ist quasi die Hütte. Mit einem Fenster drin. Die scheint noch einigermaßen okay zu sein. Hier ist eine Lampe, die mit Strom funktioniert. Ob da Batterien reinkommen? Keine Ahnung. Ach, die Hütte wurde auch aufgebrochen, deshalb ist die auch offen. Ja, da hat jemand gewütet hier. Oh. Ja, cool. Jetzt waren wir auch mal in dieser Hütte. Überlegt euch mal. Vielleicht habt ihr ja Ideen, was wir mit dieser Hütte machen. Ich glaube, ich muss die erstmal aus dem Dornröschenschlaf befreien. Ja, die ist komplett zugewachsen. Da kommt man nicht hin. Vielleicht habt ihr eine Idee. Vielleicht können wir die auch oder zusammen mit dem Bauwagen irgendwie in unser Bushcraft Camp mit einbeziehen. Ich mache nochmal hier eine Aufnahme. Ich gehe ein bisschen weiter weg, dass man das mal ein bisschen sieht. Ja, eine schöne kleine Hütte und auch von der Substanz her meiner Meinung nach noch ganz gut. So, jetzt möchte ich euch gerne noch vorne das Pavillon zeigen. Da steht hier steht auch noch ein Pavillon. Das ist sogar richtig schön aus Naturmaterialien gebaut. Aber dass ich euch nicht langweile, schaffe ich mich jetzt erstmal offline hier durch und melde mich dann gleich zurück. So, jetzt sind wir hier bei der Hütte. Wie ich schon gesagt habe, von den genutzten Baumaterialien finde ich die Hütte echt toll. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist das Dach. Ich meine, da ist so und so auch ein Loch drin. Diese Pappe hier, oder was das ist hier, dieser Dachbelag, dieser schwarze, den würde ich gerne entfernen und würde mir da aus unserem Holz, was hier anfällt, Bretterschwaden schneiden lassen und würde das Dach gerne mit Bretterschwaden decken, dass das ein bisschen natürlicher aussieht. Und auch hier unten sieht man ja auch diese schwarze Verkleidung, die würde ich auch gerne entfernen. Aber ansonsten finde ich das echt cool,
mit dem Naturholz. Und ich denke, da kann man was bauen draus, da kann man was mit anfangen. Die ist auch von der Substanz her meiner Meinung nach noch sehr, sehr gut. Ja, hier steht halt viel Gerümpel rum. Das müsste ich halt zum Teil noch entsorgen. Aber das kriegen wir hin. Das ist das kleinste Problem. Hier stehen noch alte Stühle rum. Ja, also die Hütte, Entschuldigung, das Pavillon, das ist noch ganz gut in Schuss. Da muss nur ein anderes Dach drauf, weil da ist auch ein Loch drin. Da ist wohl auch irgendwann mal ein Baum reingefallen. Wundert ja auch nicht hier. So, jetzt gehen wir mal rüber. Hier gibt es noch eine Grillstelle quasi vom Vorbesitzer. Die möchte ich aber nicht weiter nutzen, weil die zum Teil gemauert ist. Und ich möchte da gerne an der anderen Stelle eine schöne Feuerstelle bauen, wo man auch lagern kann, wo man Zelt aufbauen kann. Und ja, das ist jetzt hier. Da waren wohl, ich glaube, das ist alles kaputt hier. Das war wohl mal eine Holzgarnitur. Das scheint aber alles ja ziemlich verfault zu sein. Da ist auch ein Baum drauf gefallen. Ja, hier ist halt diese Grillecke, wie man es auch immer nennt. Das werde ich alles zurückbauen, weil ich das ja Bushcraft-mäßig aufbauen will. Ich will hier keine Eisengestänge haben, wobei, wenn ich koche und die Feuerbrücke von Petromax nutze, die ist ja auch aus Metall, aber das hier muss weg. Das werde ich alles zurückbauen, ich vermute mal. Das hier. Mal gucken. Wow. Eine Riesenschnecke. Was für ein Vieh. Und noch eine. Hier scheint irgendwie. Ja, hier ist alles voll mit Schnecken. In alle möglichen Variationen. Ja, das ist alles kaputt. Alles verfault. Da muss ich mal einen Anhänger vollpacken und das wegfahren. Und die Grillstelle abreißen. Ja, wie ihr seht, es gibt noch viel zu tun. Und jetzt zeige ich euch das, was ich am meisten feiere hier an diesem Waldgrundstück. Tada! Wir haben hier einen Bachlauf. Sehr geil, oder? Das heißt, wir haben immer Wasser zur Verfügung. Solange hier der Bach Wasser hat, haben wir Wasser zur Verfügung. Und das finde ich einfach perfekt. Das finde ich richtig, richtig geil. Es ist schwer, an Grundstücke ranzukommen, Waldgrundstücke ranzukommen mit einem Bachlauf. So, jetzt gehen wir hier mal wieder zurück. Ja. Das war soweit das Grundstück. Das führt hier noch eine ganze Ecke am Bach entlang und in diese Richtung noch bis weit hinter die Hütte, die da hinten drin steht. Und mein Plan ist jetzt, dass nächste Woche kommt ein Forstwirt hierher. Der hat richtig Ahnung. Ich habe mich mit dem schon mal hier getroffen und wir haben uns die Bäume zusammen angeschaut. Der wird jetzt die kranken Bäume, wie gesagt, umlegen, die so und so bald umfallen, dass uns die nicht hier auf den Kopf fallen. Und dieses Holz, was schon umliegt, das werde ich zerkleinern und mal schauen, ob ich davon Bretter schneiden lassen kann. Dann können wir nämlich hier das Dach schon
damit decken. Und ja, das wäre perfekt. Und mein erster Plan ist, dass ich hier in diesem Bereich eine Feuerstelle baue. Oder dass wir zusammen hier eine Feuerstelle bauen. Moment, ich zeig's mal hier. Weil hier ist eine schöne Lichtung. Und da können wir eine richtig schöne große Feuerstelle bauen. Und da drumrum, wir haben ja massig Platz hier, können wir unser Bushcraft Camp bauen. Und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Die Sache ist nur, ich habe nur theoretisches Wissen in Sachen Bushcraft Camp Bau, nur das theoretische Wissen, was ich mir durch YouTube-Filme angeeignet habe. So. Also wie gesagt, hier soll zuerst eine Feuerstelle hin und dann schauen wir, wie wir weiter verfahren hier. Ich zeige euch noch was. Und zwar, hier steht noch ein Basketballkorb. Ja, den will ich auf jeden Fall auch entsorgen, weil das gehört hier nicht hin. Das gehört nicht in den Wald. Und da steht noch eine Hütte. Da könnten wir eigentlich mal schauen, ob wir da auch reinschauen können. Wir müssen erst mal gucken, wo die hier eine Tür hat. Oh, da ist auch ein Baum drauf gefallen. Das wird der hier gewesen sein. Ja, das war der. Wo hat die denn hier eine Tür? Schiebtür ist das. Okay. Ah. So. Ich mach mal eine Großaufnahme. Also ich versuch's mal auf jeden Fall. Eine Eisenhütte mit einem Schrank. Der Schrank ist umgefallen. Anscheinend. Weil der Baum da drauf gefallen ist. Ah, das sind den Spind. Was ist das denn hier? Schöne Plastikkisten. Aber die passen ja auch nicht wirklich zu Bushcraft. Ich hoffe, dass man hier was sieht auf dem Video. Hier sind noch Petroleumlampen hängen hier noch. Ja, hier stehen lauter so Kisten rum mit irgendwelchen Zeugs drin. Hier ist noch ein Spind. Ja, okay. Ja, das ist alles Müll. Das muss ich entsorgen. Aber da schauen wir mal, was wir mit dieser Hütte machen hier. Vielleicht können wir da auch was mit anfangen. Ich zieh's mal wieder zu. Dass da, dass niemand was klaut. ja. So. Jetzt habt ihr mal einen groben Überblick bekommen über das schöne Waldgrundstück. Hier wird's demnächst losgehen mit dem Bushcraft Camp. Und ja, ich wechsle jetzt nochmal auf die andere Kamera. So, jetzt habe ich euch mal einen kurzen Überblick über das schöne Grundstück hier verschafft. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt, was wir mit dem Bauwagen und der Hütte anstellen können, ob wir die vielleicht in unser Bushcraft Camp integrieren oder ob wir die einfach abreißen und entsorgen. Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen. Falls euch dieses Video gefallen hat,
gebt mir einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt bitte in die Kommentare, was ich verbessern kann oder was ich tun kann, dass euch meine zukünftigen Videos gefallen. Ja, und über ein Kanal-Abo würde ich mich auch sehr freuen. Macht's gut und einen schönen Tag.